Däumchen drehen und warten. Eine geschlagene Stunde. Die Journalisten haben kaum mehr gewusst, wie die Zeit totschlagen beim Warten auf die IB-Delegation. Die Schuld daran ist ein lokaler Busfahrer, der von der lokalen Örtlichkeit kein Blassen hat. Ich habe einen Chauffeur, der nicht weiss, wo das Stadion ist. Was habe ich noch? Ein paar Häuschen, ein paar Autos. Was haben wir noch gesehen? Ein paar Menschen und ein paar Fressbuden noch. Mein Wunsch ist gesehen, ein Kebab essen vom Training. Nein, wie gesagt, das ist natürlich der Chauffeur ist nachher unten gestanden, wir sind im Taxi gekommen, aber so ist das Leben. Er hat nicht gewusst, was ist und hat etwa 5 Mal in Navigation gegeben. Das ist immer noch falsch gesehen, aber auch das gibt es im Leben. We just gave up on the driver and got out and said the problem was that he always said he knew where it was and it was 5 minutes away, but we're in the taxi for like 1 hour and 45 minutes. So then we just got out and found another one. Dieser touristische Teil von dieser Ausflug haben wir gemacht, so dann morgen können wir uns konzentrieren auf professionelle Teil. Ja, und dabei hat es doch speziell das Scott Sutter schon seit langem so gejuckt, endlich auf dem Rasen von der White Hart Lane zu stehen. Auf dem Platz selber bin ich nie gewesen als Spieler oder gespielt oder trainiert drauf. Einmal bin ich da reingegangen, also nach dem Spiel, einmal bin ich einfach irgendwie reingekommen. Ich konnte auf den Platz schnell gehen und ein Stück Rasen habe ich mitgenommen und nachher zuhause. Die haben 3 Wochen lang gehalten, bis es irgendwie gestorben ist. Und, aber sonst als Spieler bin ich nie gewesen. Und so also ist der Wunsch von Scott Sutter doch noch in Erfüllung gegangen. In dem Stadion zu trainieren, wo er zusammen mit seinem Vater während Jahren andächtig das Spiel von der Tottenham Hotspur als Saisonkarteninhaber verfolgt hat.